Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe hier wieder was Interessantes am Start, denn es scheint so, als hätte dieser Knilch einfach nur Angst gehabt und deswegen wurde er reported. Ich habe hier auch wieder nur den Anfang angeschaut und konnte eigentlich nicht viel entdecken. Er schleicht, ich habe die ersten zwei Runden glaube ich gesehen, er schleicht ganz viel. Sein Mate sitzt da hinten auch rum. Man könnte jetzt meinen, ja, okay, die wollen Cheater herausfordern, sie umzunudeln, dass man eben merkt, oh, die haben wirklich an. Aber so langsam, wie die CTs vorgehen, und man sieht, glaube ich, dann auch in der zweiten Runde, also dass die überhaupt keinen Plan haben, wo er steht. Also es scheint alles komplett machbar zu sein. Und es ist wohlgemerkt auch nur die zweite Runde gerade gewesen. Also nicht, wo man sagt, ah ja, die haben uns jetzt 5 Runden oder 6 weggecheatet, sondern ja, es ist eigentlich noch gar nichts passiert und er scheißt sich komplett ein. Schaut mal, wo er sich jetzt hinsetzt. Er hört sie da unten laufen. Jetzt geht er da in die Ecke und wartet einfach ab. Und ich nehme an, dass sein Mate ihn vielleicht deswegen reportet hat, aber der saß ja auch in der ersten Runde, die wir gesehen haben, saß er auch einfach nur rum in der Ecke und macht nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gegner dann jemanden reporten wegen Grief. Weil an sich ist es einem ja recht, wenn die Gegner halt nicht viel machen, dann ist es halt so, dann hat man einen geschenkten Win. Aber das hier, ich meine, gut, das war auch gerade ein kurzer Block. Aber was hier getrieben wird, ist ja noch nicht mal ein Versuch, überhaupt auf Side zu kommen. Die checken da hinten ab, als wenn sie Deathmatch spielen würden und warten würden, dass halt da jetzt was passiert. Also auch sein Mate sitzt einfach nur rum. Ich wollte gerade sagen, ihr seht die Map nicht wegen dem Overlay, aber doch, ihr seht die Map. Ich habe da dieses Banner von den Partnern drüber, das halt in den Streams zu sehen ist, aber im Video ist das, wird das nicht gezeichnet, nicht mit aufgenommen. Also hat er einfach aus Angst halt nicht gespielt und deswegen einen Report bekommen oder ist da was anderes im Busch? Wir haben ja schon festgehalten wegen Chat Abuse, Voice Abuse und so weiter und so fort. Das ist eine andere Sache, das können wir hier nicht überprüfen und viele von euch haben gesagt, das würde sowieso nicht ins OW kommen. Die würden dann einfach, wenn sie einige Chat Abuses bekommen, werden sie halt hier global muted und haben dann irgendwann möglicherweise auch ein Timeout am Start oder halt dann, wenn das öfter passiert, auch eben ein Game-Bann. Jetzt. Ah. Aha. Hä, warum? Ich raff das nicht, weswegen. Keiner der Gegner ist irgendwie auffällig, dass man sagen würde, okay, die spinnen beide rein, wir bringen uns jetzt um. Nichts. Und wer reportet denn dann bei sowas? Auch sein Mate hat doch von Anfang an nicht aktiv reingespielt oder halt irgendwie fokussiert gespielt. Ich raff das nicht. Die Überlegung, ja, dass er halt einen Report bekommen hat, weil er ängstlich ist und nichts gemacht hat und deswegen gegrieft hat, ist ja eigentlich auch in dem Fall dann widerlegt, weil sein Mate ja mitmacht, schon von Anfang an. Kein Vision, kein Aim, kein Vision. Ada sowieso nicht und Grief, naja, ist es halt die Frage. Also, beziehungsweise ist es keine Frage, er hat zu 100% anti-competitive gespielt, denn er hat sich nicht an dem Ziel des Spiels beteiligt. Er hat nicht versucht, die Bombe zu legen, er hat nicht versucht, die Gegner zu töten, er hat einfach nur rumgesessen. Somit hat er ja eindeutig reingegrieft. Sein Mate aber auch, was war das denn? Es war aber auch keine Boosting-Lobby, würde ich sagen, weil die haben ja schon normal vor sich hingespielt. Bei so richtigen Boosting-Lobbys, so wie man es von früher kennt, steht ein Team halt rum und macht nichts und das andere überrennt die dann. Und das war jetzt ja halb nichts gemacht. Also, das war Quatsch irgendwie. Das war wirklich, ich weiß auch nicht. Und dann kam sowas im Overwatch, so ein Scheiß. Aber vielleicht ein kleines Zeichen, dass es im Moment halt gerade wieder hoch hergeht, was die Bans angeht und möglicherweise jetzt eben auch so ein paar sonderbare Fälle reinkommen und nicht eben immer nur diese drehenden Affen. Ich werde ihm das jetzt so drücken. Wir gucken gleich noch in den nächsten Fall, aber zuallererst schauen wir noch kurz in die Bans rein, denn die Bannwelle, die jetzt aktuell stattfand, die hat sich ja nochmal deutlich vergrößert. Ich habe euch das jetzt schon zweimal gezeigt, und zwar als sie ganz frisch war, da war sie so ungefähr. Und dann zwischendurch, als sie hier war, und jetzt sind wir schon hier oben. Also rückwirkend haben wir ja schon 2282 Gamebans und das zieht sich hier so weiter. Am nächsten Tag nochmal 2000, dann immerhin nochmal 1,5 und auch das geht dann erst über Tage langsam runter. Jetzt sind wir dann wieder auf normal Null praktisch resettet. Und wir sind auch noch nicht an diesem hohen Punkt angekommen, wie es am 16. September der Fall war zum Beispiel. Aber das war auf jeden Fall nochmal ein riesen Schub,
Und es war ja so, wie wir gesagt haben, es wird aufgeräumt, dann kommt das Update zur Major-Geschichte und wir gehen auch alle fest davon aus, dass eben jetzt auch dann langsam das nächste große CSGO-Update kommen wird, in dem dann zum Beispiel wieder eine Operation mit dabei ist. Also jetzt am Ende des Majors, ich denke nicht, dass es mittendrin kommen wird, aber vielleicht doch. Wir haben uns letztens im Stream daran erinnert, dass ja beim letzten Update, als es die Pick'ems-Geschichten und so weiter gab, da war auch gerade ganz frisch die Operation rausgekommen, also letztem Jahr. Mit, oder vorletztes Jahr, da als Basalt mit dazu kam. Da haben wir Basalt gespielt, das weiß ich noch ganz genau. Wir haben die Operation Goals und sowas versucht zu reißen. Und dann kam plötzlich das Update, dass man jetzt die Pick'ems, diese Challenger-Geschichte machen kann. Also damals war das auch, ich glaube, das war 2020, war das auch schon so gekoppelt. Es müsste jetzt dann bald was kommen. Und jetzt schauen wir noch geschwind in das neue Overwatch rein. Oder in ein neues Overwatch, das ich hier noch am Start habe. Wir gucken mal, wie schnell es lädt. Aha, okay, gut. Es könnte Wingman sein, die laden ähnlich schnell oder halt irgendein Kackvogel. Also direkt eine Widerlegung. Ah, Wingman! Okay. Vielleicht dreht er sich trotzdem. Vielleicht direkt eine Widerlegung, der von. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.